Wer ist denn nun eigentlich Ginny? Was ist mit Annie, der Frau von Negan, eigentlich passiert und was ist deren Plan, um jetzt in dem Fall in das Gebiet vom neuen Sanctuary zu kommen? Das und noch einiges mehr, wie immer natürlich nach dem Intro. Willkommen, meine lieben Freunde. Eieiei. Das war eine sehr, sehr, sehr gute Episode. Es hat mich wirklich gefreut, weil es gab viele Momente, die hier wirklich extrem erwähnenswert waren. Und ich fand tatsächlich Ginny in den ersten beiden Folgen irgendwie erstmal relativ irrelevant. Es war mir schon klar, dass sie irgendwie eine Art Parallele für das Kind oder für in dem Fall auch die Frau von Negan sein soll, dass er irgendwen beschützen möchte. Aber erstmal habe ich nicht ganz kapiert, warum sie jetzt wirklich da ist, weil sie hat auch nicht wirklich viel gemacht, sie redet auch nicht und sie war ja auch erstmal fernab von den beiden und hat sich aber dann rausgeschlichen und jetzt ist sie in dem Fall auf dem Weg zu den beiden und möchte in dem Fall zu Negan vorstoßen. Und wir haben dann so eine Art kleine Flashback-Storyline bekommen, wie die beiden ja in dem Fall auch sie so ein bisschen gebondet haben, wie das vonstatten ging und war doch eine echt gute und vor allem wertvolle Stelle. Es war gut, dass sie es gemacht haben. Ohne dass sie irgendein Wort gebracht hat, merkt man, wie schlimm es ihr eigentlich geht und dass Negan ihr aber doch schon sehr wichtig ist. Und dass sie ihm schon sehr dankbar ist, auch wenn sie es in dem Fall nicht so zeigen kann, wie sie es gerne machen würde. Und es ist halt echt krass, Negan so zu sehen. Also man hat schon irgendwie Mitleid. Man will, dass er endlich jetzt glücklich sein kann, aber man hat immer noch diesen alten Negan im Kopf und eigentlich hat dieser alte Negan so etwas nicht verdient und es ist halt dieser Konflikt und es ist so cool gemacht, muss ich wirklich sagen, es war wieder eine sehr, sehr gute Episode und generell, also die ersten beiden Folgen fand ich auf jeden Fall in Ordnung bis gut, aber diese Folge, ab der Folge wusste ich, oder habe ich jetzt gewusst, dass es auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr starke Serie sein wird, weil jetzt hat sie so viel Form angenommen, dass man sich jetzt in dem Fall auch darauf verlassen kann, dass es in so eine bestimmte Richtung geht. Jetzt weiß man, okay, das sind die Seiten, das sind die Seiten und diese Punkte werden aufgegriffen, das ist wichtig, an diesen Punkten arbeiten die jetzt und ein paar Fragen wurden geklärt. Das ist auf jeden Fall richtig krass, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Folge anzuschauen. Ein weiteres Geheimnis wurde enthüllt. Ja, was ist mit Annie passiert? Wo ist Negans Frau? Maggie hat ja am Anfang gefragt, wo sie eigentlich ist. Und Negan ist ausgewichen mit einer Gegenfrage. Wir haben nie erfahren, was da eigentlich Sache war. Ist sie tot? Lebt sie noch? Wo ist sie momentan? Warum würde Negan einfach sie und das Kind im Stich lassen? Und wir haben es tatsächlich jetzt erfahren. Tatsächlich wirklich krass. Also das habe ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, dass sie sich entweder komplett verstritten haben, weil er irgendwie wen umgebracht hat und sie dann nicht mehr mit ihm zusammenleben konnte oder dass sie tot sei. Tatsächlich lebt sie noch und sie wurde auf einem Rundgang, bei dem sie nach Essen gesucht hat, tatsächlich von 5 Männern in dem Fall ausgeraubt und vergewaltigt. Und ja, es ist krass, dann noch verprügelt und als er sie dann gefunden hat, war er so unglaublich sauer, dass er sie gesucht hat und alle umgebracht hat. Und was auch der Grund ist, dass dieser Marshall ihn momentan sucht für eben diese 5 Morde. Und ja, er hat dann eben seine Frau losgeschickt, damit sie woanders sicher ankommt, ist dann aber tatsächlich nicht mitgegangen und hat weder sie noch das Kind je wieder gesehen, weil er jetzt auch irgendwie Angst hat, da wieder aufzutauchen. Und es ist krass. Also es hat mir so gut gefallen, diese ganze Entwicklung. Ich meine, davor waren noch ein paar Sachen unklar, die haben noch ein paar Geheimnisse bei sich behalten, aber jetzt, wo man so ungefähr weiß, was eigentlich passiert sein soll, es ist alles noch krasser und die Charaktere. Ach, dieses Gespräch mit Maggie und Negan hat mir so viel Spaß gemacht. Wie Maggie kurz von dem Angriff von Crowd erzählt hat, dass sie und ihr Sohn sich verstritten hatten, ganz am Ende. Und danach ist er ihr weggenommen worden. Und mit diesen letzten Worten, da jetzt sich nicht sicher sein zu können, ob sie sich nochmal lebend sehen. Und dann in dem Fall Negan mit der Geschichte von seiner Frau. Ach, es ist so cool gewesen wieder. Es ist so cool. Genau so, das will man sehen. Und die machen das wirklich stark. Man merkt, der City ist keine direkte Kopie oder so eine Art von der Hauptserie. Man merkt, es sind die Charaktere und das Grundkonzept sind natürlich noch gleich, aber es fühlt sich anders an und das ist perfekt. Es ist genauso. Genauso sollte es sein. Wenn sie versucht hätten, das gleiche Konzept, die gleiche Art und Weise wieder vorzubringen, wäre es, glaube ich, schnell langweilig geworden.
aber es fühlt sich auch einfach neuer an. Und das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Machen die wirklich gut. Und dadurch könnten sie die Serie auf jeden Fall auch auf mehrere Staffeln lang strecken. Ich will eigentlich schon mehr sehen. Aber ich habe da auch die Befürchtung, dass es in dem Fall auch in eine falsche Richtung gehen könnte. Dass es zu lange geht und dass es dann irgendwann langweilig wird und dann vielleicht kein guter Abschluss mehr wird. Weil es ist sehr gut, dass man diesen Negan-Hintergrund jetzt so stark ausschlachtet. Gefällt mir sehr gut. Aber man muss auch wissen, wann es zu Ende ist. Und ich hoffe, das werden die auch beachten. Es gibt noch ein paar Punkte, die muss man auf jeden Fall beleuchten. Jetzt in dem Fall auf jeden Fall dieser ganze Annie-Arc. Das ist sehr wichtig, dass wir den irgendwie noch in eine richtige Richtung bringt, dass er dann vielleicht, weiß nicht, wenn es weitergehen sollte mit der Serie in Staffel 3 oder so in der Art, vielleicht wieder auf sie trifft und das klären kann. Das wäre ein Punkt, dass er sein Kind sieht, seine Tochter, seinen Sohn, je nachdem. Das wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, und dann gibt es noch eine andere Sache, die wird aber ein Thema für ein anderes Video, und zwar die Sache mit Dwight und Negan. Dazu komme ich nochmal in einem Video, das in den nächsten paar Tagen erscheinen wird, weil das ist auch noch ein Punkt, der eigentlich immer noch offen steht seit vielen Jahren. Aber zurück zu der Folge in dem Fall. Sie haben jetzt einen Plan entwickelt, wie sie da eigentlich reinkommen wollen in das neue Sanctuary. Es gab eine Person, die da rausgekommen ist, und da wollen sie in dem Fall durch eine Tunnelschacht wieder reinkommen und dann den Crowd zur Rede stellen, den Sohn rausholen, danach den Crowd töten. Und er hat tatsächlich jetzt eben den Marshall gefangen genommen und hat jetzt rausgefunden, dass er auch Negan sucht. Und jetzt hat er die Info, dass Negan in der Stadt ist. Jetzt wird er, glaube ich, richtig, richtig aufpassen. Und er freut sich, glaube ich, jetzt auch. Er wird wissen, dass Negan jetzt dorthin kommen wird. Und er will unbedingt Rache haben. Wir haben auch schon im Trailer gesehen, in der nächsten Folge stürmen die das Lager. Und der Crowd stellt sich auch Negan. Natürlich will er jetzt noch nicht sterben. Wahrscheinlich erst in Folge 5 oder 6. Aber das wird auf jeden Fall cool. Ich hätte es natürlich noch besser gefunden, wenn sie in Walking Dead damals vielleicht gesagt hätten, dass sie auch noch andere Leader hatten, die aber vielleicht verstoßen wurden. Klar, man konnte dort noch nicht wissen, dass es jetzt so verlaufen würde mit dem Spin-Off und dass sie dann so einen Charakter einführen, aber per Zufall wäre es doch ganz cool gewesen, wenn man irgendeine Art indirekte Erwähnung von ihm damals schon in Staffel 7 oder 8 von Walking Dead mitbekommen hätte. Aber an sich stört mich das Ganze eigentlich gar nicht. Also, es ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig, dass der Typ jetzt irgendwie immer noch lebt, nach so vielen Jahren da irgendwie auch so ein neues Sanctuary aufgebaut hat, das immer noch läuft. Und klar, es ist ein bisschen, ja, vom Zufall gezeichnet, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. Mir gefällt es sehr gut, mir gefällt auch der Charakter. Und ja, wieder eine Top-Episode. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wie fandet ihr die Folge? Und was sind eure Erwartungen für die nächsten 3 Episoden? Was erhofft ihr euch jetzt auch vor allem von Negan und Maggie noch zu sehen? Oder was soll noch für Aktionen, für Szenen drankommen zwischen den beiden? Denn ja, ich habe da große Erwartungen. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Und ich bin jetzt schon traurig, weil in 3 Wochen kommt die letzte Folge und danach werden wir erstmal ein paar Monate lang keinen neuen Walking Dead Stuff mehr bekommen, bis es dann irgendwann Ende des Jahres mit 4 The Walking Dead und mit Daryl weitergeht. Ja, so viel erstmal zu der Episode. Da würde ich mal sagen, das nächste Video erscheint, wenn die Frage gestellt wird.